Hier, Leben Wrestling. Grund für Abwesenheit von Vince McMahon. Wie wir bereits berichteten, war Vince McMahon bei der vergangenen SmackDown-Episode nicht Backstage anwesend. Nun berichtet Dave Meltzer über den Grund für die Abwesenheit des Chairmans. Demnach sei Rod McMahon, der ältere Bruder von Vince, am vergangenen Mittwoch im Alter von 77 Jahren aus unerklärter Ursache zu Tode gekommen, weshalb sich Vince McMahon bereits am Donnerstag auf den Weg nach Texas gemacht habe, um seiner Schwägerin beizustehen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass McMahon bereits diese Woche nach Florida zurückkehren werde. WWE Hall of Famer vor Rückkehr. WWE hat in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben, dass Edge am kommenden Sonntag seine Rückkehr in die WWE-Shows feiern werde. So werde der wiedergenesene Hall of Famer am Royal Rumble Match teilnehmen, um sich für ein WWE-Title-Match bei WrestleMania 37 zu qualifizieren. WWE spoilert Royal Rumble. Fox hat auf Twitter bekannt gegeben, dass man im Rahmen von WWE Backstage am kommenden Samstag die Nummer 30 des Männer Royal Rumble Matches sowie Nummer 1 und 2 des Damen Matches veröffentlichen werde. Diese Mitteilung hat im WWE-Universum für einigen Unmut gesorgt, da viele Fans der Meinung sind, dass man den Matches damit die Spannung nehme. Der Grund für die Ankündigung der Akteure bei WWE Backstage sei, laut NoDQ.com, dass Fox keine andere Möglichkeit sehe, um die Show zu bewerben. Update zu Tyson Kidd. TJ Wilson, besser bekannt als Tyson Kidd, hat seine Pläne für eine In-Ring-Rückkehr verworfen. Das hat Natalya in einem Interview mit Riju Dasgupta erläutert. So habe er zwar kürzlich einen Medizincheck bei den WWE-Ärzten durchgeführt, jedoch keine Ringfreigabe erhalten. Zudem habe ihn eine Unterhaltung mit Brody Lee Jr. dazu bewogen, seine Pläne zunächst zu verwerfen, da ihm bewusst geworden sei, wie plötzlich das Leben vorbei sein kann. TJ Wilson hat sich 2015 eine schwere Nackenverletzung zugezogen, weshalb er seine WWE-Karriere beenden musste. Konkurrenz für AEW Revolution. All Elite Wrestling sieht sich, auch nach der Verschiebung vom Revolution Groß-Event auf den 7. März, großer Konkurrenz ausgesetzt. Das berichtet Ringside News. So werde der Pay-Per-View in direkter Konkurrenz zum NBA All-Star Game laufen, welches traditionell viele Zuschauer vor die TV-Geräte ziehe. Ob dieser Umstand zu einer erneuten Verlegung von Revolution führe, sei derzeit noch unklar. Jedoch hat die Promotion aus Jacksonville bislang auch die Verschiebung auf den 7. März nicht offiziell bestätigt.